Welcome to Dubai. Hallo Leute, heute meine kleine Roam-Tour. Ihr seid herzlich eingeladen. Ein tolles neues Jahr 2023. Lassen wir es krachen und wir starten mit unserer Roam-Tour. Also kommt rein. Hier am Anfang sieht man schon das beste Fortbewegungsmittel hier in der Dubai Marina. Und hier sieht man auch, dass ich hier schon meinen Scooter sogar gewrappt habe. Und ich werde euch andere Dinge zeigen, die ich gewrappt habe. Und wir haben quasi die Wohnung ja komplett leer gekauft. Sie musste renoviert werden. Dazu gibt es ja auch ein Video, wie die Wohnung vorher aussah. Den Link zum Video natürlich unter dem Video wie immer. Aber das beste Fortbewegungsmittel, was es hier gibt, ist der E-Scooter. Starten wir im Wohnzimmer. Natürlich gibt es in Dubai keinen echten Weihnachtsbaum. Deswegen haben wir uns hier selber eingebastelt. Wir haben hier auch mit Freunden Weihnachten gefeiert und es war super. Hier beginnt eigentlich Silvester schon am Weihnachtsabend. Jedenfalls kam es uns so vor. Was haben wir gemacht? Wir haben einmal das ganze Apartment natürlich die Wände neu verputzt, optimiert, Sachen gestrichen. Hier haben wir teilweise Steckdosen ausgetauscht, die nicht mehr so gut aussahen und haben das natürlich alles fashionable möbliert. Diesmal haben sich um die Möbel und um die Ausstattung meine Freundin Tove gekümmert. Also diesmal habe ich nicht verzapft, sondern Tove hat es gemacht und zwar zusammen mit Unterstützung mit der Edda, einer Innenarchitektin, die wir hier aus Empfehlung von Nordzypern bekommen haben. Und warum haben wir genutzt? Ja, wir haben am Anfang so viele Möbelläden besucht. Irgendwann hatten wir die Nase voll, aber wir wollten natürlich eher so ein bisschen europäischen Style und nicht so arabischen Style haben. Und da braucht man eigentlich lange Zeit, bis man die richtigen Möbelhäuser findet. Und da haben wir so ein bisschen eine Abkürzung gewählt und haben da jemanden gewählt, der sich unheimlich Mühe gegeben hat und uns toll geholfen hat. Also Edda, an dieser Stelle nochmal vielen Dank, obwohl sie kein Deutsch spricht. Ja, was haben wir in der Küche gemacht? In der Küche haben wir hier quasi eine neue Marmorarbeitsplatte eingezogen. Die Arbeitsplatte hier einmal komplett rum, hat ungefähr 750 Euro gekostet, war also wirklich billig. Hier die Theke haben wir quasi verlängert um 20 oder 15 cm. Einfach, dass hier mehr Stellplatte ist, dass man eine größere Küche hat, die man sehr, sehr gut nutzen kann. Was wir auch gemacht haben, wir haben jetzt alle Schränke hier foliert oder gewrappt und sind mit der Qualität in der Küche eigentlich recht einverstanden. Die Qualität vom Schlafzimmerschrank, wir haben ja so eine Schrankwand, die haben wir auch gewrappt, mit der sind wir super happy. Zudem haben wir hier überall Deckenspots eingebaut, die ich aus Deutschland mitgebracht habe. Und wir haben jetzt hier eine Waschmaschine und einen Geschirrspüler integriert. Kann man sich das mal anschauen. Ne, also wir haben quasi jetzt hier Nische geschaffen, um die quasi unterzustellen. Vorher hatten wir hier nur eine Waschmaschine drin, auch habe ich die umgestellt, weil das Bullauge der Waschmaschine ist natürlich kleiner, als wenn man den ganzen Geschirrspüler aufmacht. Und so hat das natürlich auch weniger mit dieser Seite kollidiert und entsprechend passt das jetzt gut zusammen. Das Ganze ist eine Waschmaschine mit Trockenkombination. Optisch hätte ich mir natürlich eher was genommen mit einer silbernen Front, aber der war jetzt schon dabei und funktioniert gut. Warum also nur aus optischen Erwägungen wegschmeißen? Das macht keinen Sinn. Dann auch was Witziges. Ich habe hier quasi Randleisten mitgebracht aus Deutschland. Und zwar sind das ganz normale Aluminiumleisten. Kann ich ganz stark empfehlen, wenn man so Sachen vercovern will. Die klebe ich in der Regel mit einer Heißklebepistole mitgebracht und habe die selber eingeklebt. Die halten wunderbar, kostet gar nichts, wertet aber enorm auf. Und das ist richtig. Das Einzige, was uns fehlt, ist hier noch eine neue Induktionsplatte. Die haben wir bestellt, dauert aber noch ein bisschen, bis die da ist. Ansonsten wäre die Küche so für uns absolut wunderbar. Das hier sieht noch ein bisschen nach Chaos aus. Sorry, ich mache gerade Wasserexperimente, weil wie das in südlichen Ländern oft üblich ist, sollte man das Wasser quasi aus dem Wasserhahn nicht trinken. Und da probiere ich gerade die verschiedensten Wasserreiniger aus. Den habe ich aus Deutschland mitgebracht und gucke mal, welcher sich hier am besten behauptet und nimmt dann immer am Ende eine Wasserprobe und schickt die ein. Und wenn das alles wunderbar funktioniert, dann verbaue ich die natürlich auch mit einem anderen Wasserhahn unter der Spüle und dann sieht das auch super aus. Vorher hatten wir zwei Spülbecken, jetzt haben wir nur ein Spülbecken. Natürlich, wir brauchten Platz für eine weitere Maschine, aber früher war das natürlich üblich, wenn du keinen Geschirrspüler hast, dass du quasi zwei Spülbecken hast. Ja, das haben wir in der Küche Neues gemacht. Gehen wir weiter. Eine ganz coole Sache sind hier in der Marina, weil der Dubai Marina ist immer ein bisschen laut,
sind hier diese Vorhänge, auf die sind wir besonders stolz. Und zwar bin ich auf die Idee gekommen, Kinovorhänge in eine Wohnung zu verbauen. Das ist jetzt ein bisschen offen, deswegen ist es nicht ganz so leise. Aber ich habe hier quasi Vorhänge gekauft, die außen samt sind, in Blackout, und in der Mitte ist ein Tönstoff drin, und die reduzieren die Lautstärke in der Wohnung um über 60%. Wahnsinn, ich habe das gemessen mit dem Schallmesser vom iPhone, und man merkt das auch von der Akustik her wirklich brutal, was die ausmachen. Und das werde ich, also der Gardinenhersteller, ich denke mal hier in Dubai, ist auch super happy, dass ich mit dieser Idee ankomme, denn jetzt kann er jedem in der Marina diese Vorhänge verkaufen. Sie sind echt ein Gamechanger, denn auch Akustik ist natürlich eine Umweltbelastung, die auf dich einwirkt. Und umso leiser man es in einem Apartment hat, umso besser ist das Ganze. Schauen wir uns kurz den Balkon an. Oh, wundervoll. Ja, auf der einen Seite haben wir hier Marina View. Oh, das ist ein Segelflieger bzw. ein Fallschirmspringer. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich hier ganz toll auch View auf die Palme. Das ist natürlich wunderbar. Wir haben uns jetzt hier quasi eine Sitzgruppe mit kleiner eingerichtet, damit wir morgens draußen frühstücken können. Das macht wunderbar Spaß. Dann hier haben wir so einen kleinen räumlichen Trenner mit Pflanzen eingebaut und dann einfach zwei Sonnenliegen und am Ende quasi so einen Plastikschrank, wo wir Sachen verstauen können, die wir einfach nicht in der Wohnung haben. Warum habe ich die Kette umgehängt? Ganz einfach, weil es manchmal windig hier, damit das Ding nicht von alleine aufgeht. Und das ist auch eine super Nummer. Was ich persönlich auch ganz toll finde, das hier ist da unten mit dem Bauernfang, weil man sieht natürlich auch Dubai von oben, ist wie so eine Matchbox-Straße, Dubai, das ist die Straßen. Und wenn das Objekt mal steht, haben wir natürlich noch mehr Ruhe, einmal von der Straße und natürlich dann auch von der Moschee. Aber auch ein Grund, warum ich mir das Objekt ausgesucht habe. Du hast den Blick und den Zugang einmal zum Meer, einmal zur Marina. Und wenn das gebaut ist, wird es noch mal ein Stück ruhiger sein. Und Ruhe in der Marina, das ist wirklich Value. Aber lass uns zurückgehen ins Apartment. Wir haben hier quasi den One Bathroom Plus gekauft. Das Ganze hat mit Nebenkosten, aber ohne Möbel und Renovierung uns 500.000 Euro gekostet. Für die Renovierung und die Möbel zusammen haben wir jetzt als Full Package 40.000 Euro ausgegeben. Vorne haben wir quasi den Guest Room oder Study Room, wie das hier heißt. Guest Room ist es nicht, weil zu einem Guest Room fehlt im Prinzip hier auf der rechten Seite ein eigenes Fenster. Also bin ich hergegangen und habe quasi eine 3D, also ein 3D-Foto drucken lassen von einem Blick außerhalb quasi dieses Apartments, und um das hier quasi ein bisschen Offenheit reinzukriegen und Größe reinzubekommen. Und das habe ich mit dem Johannes zusammen, den ich hier kennengelernt habe. Vielen Dank, Johannes, selber verklebt. Das hat Spaß gemacht, ist wunderbar geworden. Und wir haben natürlich auch hier die Einbaustrahler eingebaut, damit das Zimmer heller wird, haben es weiß gestrichen, und das wirkt natürlich richtig gut. Und haben hier quasi jetzt ein kleines Gästebett reingepackt mit 1,60 m. Zwei kleinen Schränken und überall der Dyson Luftreiniger. Obwohl, um einfach auch festzustellen, wie sind die Luftqualitäten. Wobei ich sagen muss, in diesem Haus wirklich super, weil du hast so eine App mit dem Dyson und die sagt dir genau, wie deine Luftqualität ist. Und die App sagt, Bombe, der rennt hier quasi fast weniger als bei mir, der in Nürnberg. Also verrückt. Aber gehen wir weiter. Gut, hier im Gästebad haben wir nichts gemacht. Wir haben hier nur Decke ausgetauscht und neue Einbauspots eingebaut, um hier ungefähr Helligkeit reinzubringen. Ansonsten habe ich hier nur die Beschlauchungen ausgetauscht. Ansonsten habe ich hier alles gelassen, wie es ist, weil es ist einfach nur ein Gäste-WC und das sah vorher schon ganz ordentlich aus. Und ja, entsprechend habe ich nur die Hygieneartikel, die Ventile ausgetauscht, auch die Kette von dem Wasserschlauch. Es gibt ja hier im arabischen Welt ist ja immer so, dass du neben der Toilette nochmal so einen eigenen Wasserschlauch hast. Und da habe ich den Schlauch durch eine grobe Armatur ersetzt. Ansonsten habe ich da nichts Großartiges gemacht. Nach fast einem Jahr Abstinenz haben wir uns entschieden, wieder eine Immobilieninvestorentour zu machen, denn wir vermissen es selber. Es hat so viel Spaß mit euch gemacht und es hat viel Informationsvorsprung gebracht und tolle Investments. Und diesmal haben wir uns, wie sollte es doch anders sein, als Investitionsstandort Dubai ausgesucht. Wir bieten also dieses Jahr wieder an eine Dubai Immobilien Investment Tour. Und da
wird extrem viel drin sein für euch, wie man hier Fuß fassen kann, wie man hier smart, aber auch rentabel investieren kann und das Ganze mit super Leuten und ganz viel Fun. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Habt ihr Lust auf die Reise, findet ihr den Link unter diesem Video und natürlich immer für einen schmalen Taler, für unseren YouTube-Community-Preis. Kommen wir zum Schlafzimmer. Hier ist recht viel passiert. Wir haben die Fliesen hier am Boden alle ausgetauscht, in diesem Marmor-Look. Auch die Seitenleisten haben wir neu gemacht. Natürlich haben wir das ganze Zimmer unserem Geschmack entsprechend, beziehungsweise dem Geschmack meiner Freundin entsprechend. Ich habe mich da wirklich großteil rausgehalten. Naja, passt. Ich wurde natürlich auch mal gefragt, magst du das? Und wenn ich es ganz scheußlich fand, dann haben wir es ausgetauscht. Aber ja, wir sind recht happy, haben hier ein richtig großes Bett reingebaut mit einer tollen Matratze, weil gut schlafen ist wirklich wichtig. Hier habe ich noch ein Fernrohr drin, dass man ein bisschen in die Ferne schauen kann. Du kannst hier wirklich wunderbar die Palme sehen. Das macht natürlich richtig Spaß. Ja, und diese Schränke hier haben wir auch foliert. Sorry, dass die alle ein bisschen offen stehen. Das liegt nicht an der Qualität, sondern daran, dass wir sie so vollgestopft haben, damit wir euch eine leere Wohnung präsentieren konnten. Und wir hatten nicht viel Zeit. Aber wenn man hier drauf geht mit dem Handy, dann sieht man, dass das quasi eine Folierung ist mit Holzmaserung. Und das hat uns richtig gut gefallen und das ist auch richtig toll gemacht worden. Also da bin ich echt begeistert. Ja, das war ein super Invest. Das, die Wrapping von diesem Kleiderschrank in Summe hat 250 Euro gekostet, also recht günstig. Und das Wrapping in der ganzen Küche nochmal 750 Euro. Was ich ja auch gemacht habe, ist ein Technikschrank. Hier, also einen Schrank habe ich, das habe ich sogar selber gemacht, mit so einem elektronischen Schloss versehen. Das Ding heißt Technik Room und da packen wir alle Sachen rein, so wie Glühbirnen. Und ich habe natürlich auch eine Bohrmaschine und was man so braucht, damit man happy ist als Typ, der gerne mal Handwerk hat. Das ist quasi hier im Technikraum untergebracht und damit ich hier herankam, habe ich den quasi isoliert durch ein elektronisches Schloss. Das ist auch ganz cool. Kommen wir in den letzten Raum, hier haben wir am meisten gemacht. Und zwar das Badezimmer. Das haben wir komplett einmal entkernt, haben neue Fliesen an die Wände, neue Fliesen an die Böden. Wir haben eine riesen Dusche eingebaut und die ist wirklich riesig. Also die hier mindestens, ich würde mal sagen, so 1,60 Meter Breite, 1,70 Meter Breite, haben hier ein Fach eingebaut für die Beleuchtung, grobe Smart-Armaturen, haben die ganzen Deckenpanels ausgetauscht. Also das war wirklich super. Und das Ganze für einen relativ kleinen Preis, weil wie schon gesagt, wir haben das ganze Apartment für 18.000 Euro renoviert und haben viel dabei gemacht. Dann habe ich die Türen, die habe ich selber mit dem Johannes wieder abgeschliffen und ich habe sie mit so einer Möbelpflege, mit so einem Möbelrenovierer einmal komplett neu quasi eingerieben. Und der Zustand ist eigentlich wunderbar. Ich wollte sie erst folieren, aber da war Preis-Leistungs-Verhältnis nicht so gut. Auf der anderen Seite, durch die Schließen und Öffnen, gibt es natürlich viele Reibungspunkte. Und das hätte der Folierung nicht gut getan. Und dann hätte die relativ kurzfristig ziemlich schlecht ausgesehen. Da das aber richtig schöne Vollholztüren sind und mir eigentlich auch die Türen gefallen haben, haben wir jetzt also dazu entschieden, sie anzuschleifen und einmal mit einer Tinktur quasi abzureiben. Und ja, jetzt sind wir eigentlich relativ stolz und glücklich auf unser Apartment. Die Sky Lounge oder den Coworking Space habe ich euch ja im ersten Video zur Wohnung schon gezeigt, der hier quasi zur kostenfreien Mitnutzung mit der Bauer ist. Auch die tolle Social Area habe ich euch gezeigt und das wirklich tolle Fitnessstudio, was ich wirklich leidenschaftlich jeden Tag hier nutze. Und ich muss sagen, wir sind wirklich super happy mit diesem Investment. Und ja, das Ganze hat jetzt in Summe 540.000 Euro gekostet. Ein Stellplatz gehört noch mit dazu. Und yippie-yay, heute haben wir einen Jeep dazu gekauft. Ich wollte ehrlich erst was Größeres kaufen. Leider haben wir beim Parkplatz nicht so ein Glück gehabt. Und das ist ein Eckparkplatz mit einer Betonsäule. Und ja, uns war halt nur, dann, ich sag mal so, wir konnten halt dann nur ein Auto kaufen, was eine gewisse Breite verursacht. Also das, worauf man eigentlich Bock hat, hier so einen Ram 2.5. oder einen Dodge Charger oder Challenger, irgendein schönes 8-Zylinder-Auto oder so, was man hier gut fahren kann, denn die Spritpreise sind hier super günstig. Das passt leider alles nicht auf unseren Parkplatz und deswegen mussten wir weil die Breite betraf, für ein schmaleres Auto entscheiden und dann ist es jetzt
ein Jeep geworden, ein kleinerer, der uns aber auch sehr gut gefällt mit einer tollen Ausstattung. Und den haben wir gerade gekauft. Ein Auto kaufen hier ist echt Wahnsinn. Was für kleines Geld kriegst, was du hier für kleines Geld kriegst. Und auch krass, wie riesig hier die Autohäuser sind. Also wir waren in der Area, da waren 200 Autohäuser an einem Platz. Das ist wirklich verrückt. Und da findet auch jeder das Auto, was er braucht. Und das auch noch wirklich zum ganz, für einen ganz schmalen Taler. Also da waren wir echt beeindruckt und sind heute auch zum Glück fündig geworden. Ja, das zur Wohnung. Lasst eure Kommentare da, wenn ihr noch Fragen habt, wie wir es gemacht haben. Wir haben das hier mit pakistanischen Handwerkern ausgebaut, aber auch mit viel Eigeninitiative. Denn wenn ich da war, hatte ich auch immer ein bisschen Zeit und ich habe ja auch immer Spaß daran, Kleinigkeiten selber zu machen und ja auch, wie euch die Möblierung gefällt. Also wir sind super happy und ja, in einem der nächsten Videos werde ich euch mal zeigen, wenn wir diese Wohnung vermieten würden, was in Kurzzeitvermietung, was da drin wäre. Und da könnt ihr euch schon mal festhalten. Meine These ist sogar, dass man mit One Bedroom in der richtigen Lage hier in der Marina mehr Geld verdienen kann, als mit einem kleinen Mehrfamilienhaus in Deutschland. In diesem Sinne, nur das Beste für euch, eine Menge positiver Energie für das Jahr 2023. Euer Flo.